Was passiert also mit uns als einkaufende Wesen? Wie lassen sich echte Bedürfnisse von Begehrlichkeiten unterscheiden? Der Lust auf mehr. Guten Abend, Herr Böhme. Ja, guten Abend, Herr Wiebeke. Sie sagen, wir leben heute in einem neuen Barock. Wir leben in einem neuen Barock. Das heißt, ein großer Teil unseres Konsums ist Luxuskonsum. Das ist ja überhaupt der große Durchbruch des Kapitalismus. Luxus für jedermann. Nicht dadurch ist die Kaufkraft so erhöht worden. Nicht ursprünglich war der Kapitalismus für die Produktion der höheren Kreise da. Und dann so ab 1900 haben die Unternehmer begriffen, wir müssen die Löhne hochsetzen, haben wir mehr Kaufkraft. Und auf diese Weise ist nach und nach das, was ursprünglich Sache der höheren Kreise war, wie man sagt, trickle down, also heruntergetropft auf die unteren Schichten. Und auch heutzutage ist Luxuskonsum Sache von jedermann. Also da müsste aber jeder jetzt bei sich zu Hause in der Wohnung jedes einzelne Ding anschauen und sich die Frage stellen, ist das jetzt Luxus oder ist das Bedürfnis? Oder was wäre das Gegenteil von Notwendigkeit, wäre das Gegenteil, oder? Natürlich muss man sagen, es gibt sowas wie Basisbedürfnis, das Mindestmaß der Befriedigung von Bedürfnissen. Und es gibt natürlich auch eine gewisse gesellschaftliche Einigung, was noch als Grundbedürfnis angesehen werden kann. Und das ist nicht mehr Brot und Wasser, sondern das ist eben auch Informationstechnologie. Nicht die braucht man, um am modernen Leben, auch am politischen Leben teilnehmen zu können. Deshalb ist eben die Sache mit dem Fernseher, der darf nicht gefindet werden. Er befriedigt elementare Bedürfnisse. Sie sagen uns, das meiste von dem, was wir konsumieren, ist Luxus. Und viele sind aber sicherlich fest davon überzeugt, dass sie eigentlich nur das Nötigste haben. Ja, das ist ja das, genau der Punkt, nicht? Dass man eigentlich auf jedem Niveau des Konsums meint, dass man mal gerade das Nötigste hat und eigentlich noch mehr haben müsste. Und das ist aber gerade mein Punkt, dass ich eben diese Unterscheidung mache zwischen Bedürfnissen und Begehrnissen. Und da, wenn wir uns darüber nochmal verständigen, wird das vielleicht deutlicher mit dem Luxus. Also, Bedürfnisse sind solche, die gestillt werden, wenn man ihnen entspricht. Also zum Beispiel, sie haben Durst, jetzt trinken sie was und der Durst ist weg. Mhm. Nicht? Aber bei den Begehrnissen ist das anders. Wenn man denen entspricht, dann werden sie gesteigert, dann will man mehr haben. Um diesen Unterschied von Bedürfnis und Begehren mal klar zu machen, ein Beispiel nehmen von einer bayerischen Bierwerbung. Also ich habe ja gesagt, wenn man Durst hat und trinkt, dann ist der Durst gestillt und man trinkt nicht mehr. Das ist die Grundstruktur für Bedürfnisse. Aber die bayerische Bierwerbung, die ich mal gesehen habe, die hat gesagt, durch Bier wird der Durst erst schön. Und da muss was dran sein. Wissen Sie, was zum Beispiel auf dem Oktoberfest getrunken wird? Das ist doch unglaublich. Gut, das ist für mich ein Beispiel, an dem ich eben klar machen kann, diesen Übergang von Bedürfnis zu Begehren. Das heißt, unsere Bedürfnisse sind eigentlich, wären sehr schnell zu befriedigen durch unsere Art der Produktion, oder? Ja, also das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zur Charakterisierung des Status unseres Kapitalismus. Die Bedürfnisse wären im Stand unseres Kapitalismus leichthin und jederzeit für jedermann zu befriedigen. Wenn Sie das unterscheiden, dass Sie sagen Begehrlichkeiten, nein, Sie sagen Begehrnisse. Ja. Aber wir könnten... Wir können das ruhig machen. Ich habe natürlich diese auch so Begehrnisse eingeführt, um ein mehr oder weniger ein Kunstwort zu haben, um ziemlich deutlich das abzugrenzen von dem klassischen Verständnis vom Bedürfnis. Ja, weil Sie denken, dass das auch künstlich ist, unser Verhalten, dass das etwas ist, was wir nicht nur durchschauen, sondern auch kritisieren müssen? Ja, absolut müssen wir es kritisieren, jedenfalls wir, nicht? Hier vom philosophischen Standpunkt her müssen wir das absolut kritisieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das eine Systemeigenschaft ist der Entwicklung des Kapitalismus, in dem wir nun mal leben. Nicht, das heißt also, kritisieren ist gut, aber nicht mitmachen ist schwierig. Glauben Sie, dass Sie selber vollkommen frei sind von Begehrnissen? Naja, ich war ja gerade im Museum Ludwig und da habe ich eine glatte Viertelstunde vor einem Roscoe-Bild gesessen. Und das hat mir gereicht. Also in diesem Museum
Da kann man stundenlang rumlaufen und hat eine Fülle von Bildern. Und immer wieder denkt man, das muss man ja auch noch gesehen haben. Wieso eigentlich? Mhm. Es genügt, ein einziges Bild zu sehen und das wirklich. Und das ist dieses Sehen ist eigentlich mehr als Sehen. Das heißt, man erlebt es. Gerade Roscoe ist es ja so, wenn man das lange anschaut, dann fängt dieses Bild an zu leben. Aber wenn man schnell durchläuft und viele Bilder sehen will, oder wie viele Besucher es machen, es fotografieren. So ein Wahnsinn. Wozu fotografieren? Wozu gehen Sie ins Museum? Die Bilder gibt's genug überall. Können Sie im Internet schauen. Nein, man muss da sein. Und das auf sich wirken lassen, beziehungsweise in eine Wechselwirkung mit dem Bild treten. Das würde ich sagen, ist eine Übung. Ja. Und die Konsequenz ist, ich brauche nicht so und so viel 1000 Bilder zu sehen. Ein Mitarbeiter von uns, Herr Dr. Mahaini, hat mal eine Studie gemacht über Inszenierung durch Konsum. Und der sagt, worum es da eigentlich geht, ist Selbstverwirklichung. Ja, man glaubt durch Konsum, sich selbst unter ein Bild zu geben und zu produzieren, was man eigentlich ist. Aber das ist ein Wettlauf, den man unbedingt verlieren muss. Das tiefere Selbst liegt hinter uns, nicht aus dem kommen wir, nicht, das ist die Familie und die Muttersprache und die Freunde und Verwandten und so weiter, aber das übersieht man, dass man sozusagen einen Fundus hat, aus dem heraus man selbst sein kann, ein Bestand des Selbst, das nenne ich eigentlich das große Selbst mit Nietzsche, also weil vor allem eben die Leiblichkeit da eine große Rolle spielt. Dafür braucht man nicht die Inszenierung. Die Inszenierung kommt deshalb, weil man diesen Boden verloren hat oder verlassen hat. Also die Askese und die Verschwendung in ein Lot zu bringen, das könnte doch schon ein Projekt sein. Ja, allerdings. Der Punkt ist natürlich der, dass die Verschwendung bei uns ein systematisch eingeübtes Konsumverhalten ist. Wie also jetzt schon Marcuse gesagt hat, wir leben in der Affluent, in der Überflussgesellschaft. Und man hat das Gefühl, das muss man so sein. Und das ist kein Fest mehr, diese Verschwendung. Das ist Alltag und Normalität. Und da, finde ich, da muss man ansetzen. Wofür gibt man eigentlich sein Geld aus? Nicht vom Gesamtbudget ist die Ernährung bei meisten Leuten der geringste Posten, während die Technologie ein viel größerer Posten ist. Wieso? Also am Ende sind Sie ein Philosoph, der ein Haushaltsbuch führt, oder? Nein, das tue ich nicht. Ich habe ein Gefühl dafür. Gut, wer sich da genauer interessiert, das Büchlein von Gernot Böhme heißt Ästhetischer Kapitalismus. Und ist erschienen in der Edition Surkamp.